Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem neuen weihnachtlichen Schleimvideo. Ja, passend zum Advent zeige ich euch heute einen richtig schönen glitzernden Schleim mit ganz, ganz vielen Sternchen. Das Ganze ist richtig schön hellblau und ihr seht schon, wie die ganzen Sternchen hier funkeln. Und was ihr dafür braucht und wie es genau geht, zeige ich euch jetzt. Für diesen weihnachtlichen Schleim benutze ich die Peel-Off-Masken hier. Das sind insgesamt 6 Stück und jeweils 15 Milliliter Maske ist da enthalten. Dann habe ich hier Handschaum, da könnt ihr allerdings auch andere Schäume nehmen. Ich habe hier den Belou-Schaum, Dreamy Hands, und Kontaktlinsenflüssigkeit, auch super wichtig. Und Kaisernatron, davon brauche ich nur eine kleine Prise. Und dann natürlich ganz viel Glitzer. Ich habe hier Glitzerkleber in Lila, Hellblau und Silber und passend dazu kleine Sternchen in Hellblau und Silber. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und ich schneide jetzt nach und nach die Masken auf und fülle den Inhalt hier in meine Glasschüssel. So, einmal aufgerissen. Und ihr seht auch schon, warum ich mich für die blauen und Silbertöne entschieden habe. Die Maske, die ich hier nämlich habe, ist auch schon blau glitzerig. Ich habe hier dieses Holzstäbchen zum Rühren, das gebe ich auch schon mal dazu. Ich habe hier jetzt also eine ganze Menge an Maske schon mal drin und dazu kommt jetzt der Handschaum. Und zwar ungefähr die gleiche Menge. Ich bedecke einfach die Maske einmal großzügig. Und das rühre ich jetzt einmal ein. Jetzt gebe ich auch schon mal den Glitzer dazu. Ich habe den hier einmal in Blau. Wirklich die perfekte Farbe dazu. Und dann in Silber, in Lila natürlich. Gerade gesehen, der Silberne ist leider eingetrocknet, aber dafür habe ich ja die silbernen Sternchen noch zusätzlich. Und den Glitzer rühre ich jetzt ein. Momentan ist er jetzt erstmal verschwunden, aber der wird gleich auch wieder auftauchen, wenn er sich richtig schön vermischt hat. Ich glaube, es kann auch noch ein bisschen mehr Schaum dazu. Und zu meiner hellblauen Masse gebe ich jetzt ein ganz bisschen von meinem Kaisernatron. Ich habe so ein ganz bisschen weißes Pulver oben drauf gestreut und das rühre ich jetzt auch einmal ein. Schön unterheben. Ihr seht, die Masse ist auch schon wirklich super fluffig. Gut einrühren. Und jetzt kommt der beste Teil. Jetzt kommt die Kontaktlinsenflüssigkeit dazu. So. Wenn ihr auf der Suche danach seid, die gibt es ganz problemlos bei Rossmann. Und da gebe ich jetzt einen großen Spritzer rein. Und auch wieder einrühren.
Und nach kurzer Zeit fängt die Konsistenz dann auch schon an, sich zu verändern. Ihr seht, es fängt an, Fäden zu ziehen. Und ich nehme jetzt alles mal raus und knete es auf dem Tisch weiter. So, das Ganze muss jetzt wirklich richtig schön geknetet werden. Und ihr seht schon, es hält jetzt immer besser zusammen. Und nach kurzer Zeit habe ich hier dann wirklich richtig coolen, weichen, fluffigen Schleim, der überhaupt nicht mehr an den Händen oder am Tisch klebt. Wirklich richtig gut durchgeknetet. Und er ist halt auch mega elastisch und richtig schön glitzerig. Aber es fehlen natürlich noch die weihnachtlichen Sterne und die kommen jetzt dazu. Dafür bereite ich den Schleim hier einmal schön aus. Und gebe dann erstmal schön die silbernen Sternchen drauf. Und knete die ein. Und dann kommen natürlich noch die hellblauen dazu. Und so mega schön sieht dann der weihnachtliche Schleim aus. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und bei uns findet ihr natürlich auch noch viele weitere coole Schleimrezepte. Und dann bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!